Also nochmal kurz zusammenfassend und nochmal wiederholen die Übersicht über den Compiler. Hier ist also unser Bytecode-Compiler, der eine Funktion hernimmt. Hier ist der Einstieg, Compile Function, der holt sich aus der Function die Argumentliste, der holt sich aus der Function weiter unten, der ruft dann die hier auf, die Bodyliste irgendwo, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, doch hier, die Bodyliste, ruft dann wieder Compile Function in Scope auf, den Scope braucht er, damit er nachher weiß, wenn da Variablen aus Outer Scopes aufgerufen werden, dass er da entsprechende Instruktionen generiert und der läuft dann rekursiv durch, das haben wir das letzte Mal besprochen und das könnten Sie dann auch im Video wieder sehen. Ich zeige es mal als Beispiel. Wenn ich jetzt hier dieses Ding lade, loadbcompiler.scm, bei der hat hier gleich einen Test, aber ich habe hier noch mein x definiert, hier so eine Funktion, das ist genau die da oben. Und ich kompiliere die jetzt, compile function xxx, dann sieht man hier, was er generiert. Der generiert jetzt hier push argument 0, push argument 1, das sind natürlich sind die zwei Dinger hier. Dann eine Addition, das push number 10, da habe ich schon eine Optimierung eingebaut tatsächlich, kann der zum Beispiel schon Konstanten zusammenfassen. Also wenn ich hier sowas mache wie plus a 1, b 10 und 100, dann wird man sehen, wenn ich das kompiliere, dass der ziemlich intelligent ist. Der hat also die ganzen Konstanten schon rausgefischt und nach hinten geschafft. Kleine rekursive Routine, der macht also hier push 111, addiere 111. Also so ein kleiner Optimizer ist da schon drin. Wir können mal kurz schauen, wie er das macht. Also hier kommt er von oben rein, Compile Function, dann baut er sich so ein State-Objekt auf, das ist im Prinzip ein Kollektor für die aufgesammelten Bytes und für die aufgesammelten Konstanten und ruft dann ein State- und ein Scope-Objekt, das steckt da drin, was im Prinzip die Verschachtelung und die Variablennamen pro Verschachtelungstiefe sich merkt und ruft dann, ups, sorry, da wollte ich nicht hin, nochmal weiter, Compile Function Call, weil ich hier noch kein Let habe in dieser Version, muss ich hier das so umständlich machen, dass immer, wenn ich eine lokale Variable brauche, ich die im Prinzip hier ausrechne und dann hier eine weitere Compile-Function-Routine einfach aufrufe, die dann das Ding als Argument kriegt und damit spare ich mir, habe ich den Effekt von einem Let im Prinzip. Das macht es hier ein bisschen hässlich, aber viele kleine Funktionen. Das heißt, am Schluss kommt er hier bei Compile-Generate-Bytecode, hier kommt er rein und ruft dann Compile-Expression-List auf und zwar genau die Body-List, die er vorher rausgeholt hat. Und hier gibt er immer noch mit, wofür er es kompilieren soll, damit der generierte Code unten vielleicht optimieren kann. Das heißt, der sagt jetzt, ich möchte gern Code haben, der nachher den letzten Value returnt. Ich kann auch sagen, for side effect, wir werden nämlich gleich sehen, wo er das braucht. Compile expression list, Sie erinnern sich, wenn ich eine Funktion habe, die heißt define x von a und b und die macht hier display a und dann sagt sie display b irgendwas. Und so weiter, dann werden alle Expressions, die hier vorne sind, nacheinander evaluiert, aber es interessiert keinen der Return-Wert. Das heißt, die evaluiere ich quasi für ihren Seiteneffekt, den sie haben, nicht für den Return-Value. Und genau das kann ich durch dieses zusätzliche Argument, da gebe ich entweder mit for return, for effect oder for value. Und der Code unten weiß dann, er generiert entweder Code, der das auf den Stack pusht, oder er generiert Code, der das returnt, oder er generiert Code, der das nachher wegwirft. Sehen wir gleich, wie das funktioniert. Also Compile Expression List, der schaut erstmal, ist es leer, dann macht er einen Error gleich mal, das geht nicht, ein leerer Body. Und dann sagt er hier, wenn es keine weitere mehr gibt, wenn das die letzte Expression ist, dann sagt er, ich rufe Compile Expression auf und sage, for what, das was ich reingekriegt habe als Argument, also wofür ich es kompilieren soll, in dem Fall for return. Ansonsten sagt er, ich kompiliere die erste und zwar for side effect, und dann kompiliere ich den Rest, die Restliste wieder for what. Hier wäre die Rekursion drin. Und for side effect, jetzt gucken wir mal, was Compile Expression macht. Das sieht ganz ähnlich aus wie unser Eval eigentlich. Halt, das war Compression. Eval Expression. Ne, weiter unten. Da waren wir. Similar to Eval, da steht es auch als Kommentar. Der sagt, wenn es ein Symbol ist, dann kompiliere ich hier einen Code, der nachher das Binding letztendlich resolved, also die Variable pusht. Wenn es ein Cons ist, dann kompiliere ich einen Function Call und ansonsten kompiliere ich eine Konstante rein. Und gucken wir mal, was Compile Constant macht. Der sagt jetzt, wenn ich for side effect kompilieren muss, dann mache ich einfach gar nichts. Klar? Das heißt, wenn ich hier so einen Code habe, der sagt define x als 1, 2, 3, 4, 5, dann wird 1, 2, 3, 4 for side effect kompiliert, also compile constant for side effect macht nichts, das heißt, da wird gar kein Code dafür generiert. Wenn ich das kompiliere, cfx, dann sehen Sie, dass er nur die letzte für das push num
Nur das letzte hat er dann Pushnum generiert. Das heißt also hier, wenn es vor Side-Effekt ist, dann macht er nichts. Ansonsten macht er hier eine kleine Optimierung und schaut, kann ich das mit einem Push-Number-Befehl machen? Das wäre der da, Push-Num. Und zwar sagt er, wenn das ein Signed Byte ist, da habe ich extra einen Bytecode dafür definiert, der sagt Push-Number und dann kommt das nächste Byte, was dann das Ding ist. Ansonsten sagt er, ich kompiliere eine literale Konstante und hier am Schluss sagt er noch, wenn ich vor Return mache, dann generiert er eine Return-Instruktion hinten drauf. Schauen wir mal, was Compile-Literal-Constant macht. Compile-Literal-Constant guckt erstmal, ob es nil ist, dann generiert er hier so etwas Besonderes wie ein Gen-Push-Nil-Befehl. Ansonsten sagt er, ich muss ein Gen-Push-Constant-Befehl erzeugen und ich muss schauen, dass in meiner Literal-Table nachher die Konstante liegt. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel hier sage, define x als 1 und dann return den String hello, dann habe ich einen Fehler. So, und dann sage ich compile function x und jetzt sieht man hier Push-Konstante 1 und die Konstante 1, das da hinten ist der Index in der Konstantentable, das heißt, jetzt hat er die Konstantentable so angelegt, dass hier die Konstante hello drin steht und hat einen Befehl angelegt, Push-Konstante 1 mit Index 0. Entsprechend Variablen, also da gibt es das Compile-Variable. Compile-Variable muss jetzt natürlich wissen, was für eine Art von Variable das ist. Das kann eine lokale sein, also sowas wie a. Das kann, wenn die Funktion eine innere Funktion ist, eine äußere sein. Also wenn ich sowas habe, Lambda von x, und dann sage ich hier drin wieder define irgendwas als Lambda von y, und in dem Body greife ich auf das x zu, dann ist es keine lokale zu diesem Ding, sondern das ist eine äußere, outer habe ich das mal genannt, eine outer-Variable. Und dann muss er entsprechend der Anzahl Scopes, die er hier hochgehen muss, generiert er ein Push-Outer mit Delta-Scope, damit nachher zur Laufzeit ich dann die Kette wieder hochgehen kann und schauen kann, in welchem Environment war das drin. Die Environments entsprechen ja nachher unseren Stack-Frames, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das macht Compile-Variable und wenn er es gar nicht findet, dann generiert er einen Push-Global-Befehl. Das heißt, was macht er hier? Also erstens mal, vor Side-Effect muss er wieder gar nichts machen. Das heißt, wenn ich hier eine Funktion habe, die heißt define x von a und ich sage hier evaluiere a, evaluiere a, evaluiere 10 und liefere a zurück, dann muss er für die ersten vier natürlich nichts erzeugen, für die ersten drei, nur für das letzte muss er Code erzeugen. Also die macht er wieder for side effect, for side effect, for side effect und unter dem letzten kompiliert er for value und wenn ich es dann kompiliere, dann macht er nur für das letzte einen Code, Push-Argument, Return. Das macht dieses if hier. Und dann sagt er, okay, hier habe ich noch was Spezielles, wenn es die aktuelle Funktion selber ist. Das heißt, wenn ich hier compile, wenn ich hier ein define x als return x am Schluss und ich kompiliere das, dann habe ich einen speziellen Befehl hier, push current function. Das ist nur hier eine Erkennung. Das werden wir nachher sehen, wo das Sinn macht. Das macht bei der Tail-Call-Optimierung und so weiter nachher Sinn. Dann habe ich hier ein Compile-Variable with Scope Delta. Das hat er nämlich, das ist das Ding, was rekursiv eigentlich dann hier zunächst einmal guckt, ist es in der Local-Liste? Wenn nicht, dann guckt er, ist es in der Argument-Liste, die Local-Liste, habe ich noch nicht erklärt. Nehmen wir mal an, also es gibt eine lokale Argumente und lokale Variablenliste. Also wenn es nicht im Local Scope ist, dann sagt er hier, hat es einen Parent Scope? Wenn nein, dann generiert er einen Push Global. Wenn ja, dann kompiliert er hier mit Scope Delta, also so ein Outer Push. Das können wir gleich mal sehen, wie das dann aussieht. Also wir hatten schon, glaube ich, das Define X mit lokaler Variable A und ich liefere das A. Wenn ich das kompiliere, dann kommt hier dieses Push-Argument, das wäre ein Local Scope. Wenn ich jetzt eine innere Definition mache, machen wir das mal, define x von a, und da innen drin definiere ich eine weitere Funktion, define y von b, und da drin liefere ich jetzt zurück mal das a, ne, machen wir gleich was Schöneres, plus a, b und vielleicht noch eine globale, habe ich aber keine, c wegen mir, muss aber trotzdem kompilieren. Dann definieren wir das C noch außerhalb, das ist jetzt eine globale, und jetzt kompilieren wir das X
Jetzt macht er Folgendes. Er ruft sich rekursiv auf für diese innere Funktion und generiert Code für die innere Funktion und legt die innere Funktion hier als User-Defined Function in die Konstantentable von der äußeren Funktion. Ja? Also diese innere Funktion wird quasi separat rekursiv nochmal kompiliert. Ich zeige es gleich, wo das passiert. Indem man erstmal alle Defines da drin durchgeht. Das heißt, wenn ich das Ding kompilieren will, schaue ich erstmal nach allen Defines im Compiler und kompiliere für jeden von diesen inneren Funktionen, rufe ich mich rekursiv auf, aber mit einem Scope, der sagt, ich bin ein Scope weiter außen, sodass er nachher dann die Variablen findet von der äußeren. Und das heißt, wenn er jetzt hier für die Inner Function quasi Code generiert, dann und muss Code generieren für das A, dann findet er das A natürlich nicht im inneren Scope hier drin, sondern in einem äußeren, also mit einem Delta. Und er generiert dann hier einen Op-Push-Outer-Arg mit Delta 1. Also Index ist 0, die erste Variable, aber einen Scope draußen. Für das B generiert er ein Push-Argument und dann generiert er hier schon mal eine Addition. Und für die nicht bekannte, die findet er hier gar nirgendwo entlang des Scopes. Deswegen sagt er, es muss wohl eine Global sein. Und dann sagt er hier Push Global und generiert einen Push Global Befehl. Und wieder ein Add, Return. Und diese innere Funktion, die wird aber nur kompiliert hier erstmal. Und das Resultat der Kompilation hier als User-Defined Function in der Constant-Table der äußeren Funktion abgelegt. Das heißt, hier ist der Bytecode und die Constant-Table von dem Inneren. Blablabla. Und das Ding liegt in der Konstantentable von der äußeren Funktion. Und hier wäre jetzt der Code für die äußere Funktion, der sagt erstmal, ich pushe die Konstante, was quasi die nackte Funktion ist, und generiert jetzt hier noch einen Befehl make closure. Da komme ich gleich drauf zurück, was das jetzt eigentlich bedeutet. Hätte ich die innere Funktion einfacher gemacht, wäre es erstmal klar, wenn ich hier so eine habe und die innere greift nicht auf äußere Variablen zu, define y von b als plus b1 zum Beispiel. Und ich kompiliere das jetzt ganz und ich sage dann, gebe hier ein x zurück oder irgendwas, gebe hier ja, das y wieder zurück. Und ich kompiliere jetzt mal dieses x, dann sieht man, dann ist die innere Funktion hier relativ simpel, das heißt, die innere Funktion sagt bloß push mein Argument, push und addiere 1 hier in dem Fall und return. Und die äußere Funktion sagt nur push Konstante 1, was die Funktion ist, x. Wie kommt er denn da drauf, dass er nochmal ein Local? Achso, das ist die Funktion. Das ist die, dieses x ist dann die Local, das y ist das Local, so rum, sorry, das, die innere Funktion ist die Local Variable, die liefert er zurück und hier braucht er kein Make Closure, darum geht es. Das heißt, er liefert quasi diese User-Defined Function, die in der Konstantentable ist, direkt zurück. Ich erkläre es gleich nochmal, wann wir die Closure brauchen, wann nicht. Gut, und jetzt lassen wir es mal laufen. Dazu gibt es jetzt hier im Bytecode im Eval zunächst mal einen neuen Entry. Gehen wir mal dahin zum Eval nochmal. Der Eval kriegt ja jetzt, das heißt, wenn der Compiler das kompiliert hat, setzt er den Bytecode in dieser User-Defined Function und wenn der Eval nachher irgendwas zu evaluieren kriegt, muss er zusätzlich gucken bei Eval User-Defined Function hier an der Stelle, ob das Ding, was er zum Evaluieren kriegt, wo waren wir? Last Argument was evaluated, hier kommen wir raus. Na, sorry, das war falsch. Scheme Eval List, dann landet er hier, wenn er es hat. Genau, hier. Diese drei Zeilen habe ich zusätzlich eingefügt. Also so war es ja vorher. Im Eval List hat er geschaut, wenn es eine User-Defined Function ist, dann muss ich hier mit Tailcall rum, muss ich dann mein Body evaluieren, nachdem ich dann ein neues Environment aufgesetzt habe und so weiter. Das haben wir ja alles schon lange gehabt. Aber hier neuer Code dazu gekommen. Wenn diese User-Defined Function Bytecode hat, dann rufe ich hier den Eval Bytecode Function auf. Und Eval Bytecode Function, wo war es? Ist hier. Der evaluiert auch alle Argumente ganz normal und springt aber am Schluss in, wenn er fertig ist, in den Bytecode-Interpreter rein, statt in den AST-Interpreter, sprich statt in das Eval. Und das macht er wo?
Das macht er hier, indem er nach Scheme Eval Bytecode springt. Und Scheme Eval Bytecode habe ich hier eine extra Funktion drin. Das ist das Ding in einem extra File drin. Scheme Eval Bytecode. Er landet jetzt hier. Und da fängt er an, sein Stack aufzusetzen. Und da wird es jetzt interessant. Ich habe ja vorher schon gesagt, er arbeitet auf einer Stackmaschine. Und wir haben hier einen großen Stack pro Thread, wenn wir später mal multithreaded würden, in der nächsten Vorlesung, die nicht stattfindet. Das heißt, es wäre dann die Advanced-Vorlesung. Wo ist der Stack? Moment, ich kann kurz danach suchen. Stack. Nein, der ist hier oben als globale Variable. Der ist sogar außerhalb irgendwo definiert in irgendeinem Header-File. Nein, hier haben wir es. Da ist der Stack. Und habe ich jetzt mal hier begrenzt auf 10k, was natürlich Quatsch ist. In der Realität wird man mehr brauchen oder sogar einen dynamisch wachsenden Stack. Aber jetzt schauen wir nochmal, wie der Stack organisiert ist. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, der im Prinzip Referenzen auf Scheme-Objekte aufnehmen kann. Ich lasse ihn mal nach oben wachsen. Wir haben immer einen Stack-Pointer, SP, der zeigt immer auf das Top, auf das nächste freie Feld auf dem Stack. Und zum Pushen lege ich dann Wert drauf. Also angenommen, ich habe jetzt hier so einen Push-Konstante aus einer Konstantentable, wegen mir, da soll eine 10 drinstehen, dann wäre hier ein Push 10, wäre 10 und er setzt den Stackpointer um 1 weiter, dann käme wieder ein Push von irgendwas, dann wäre hier der zweite Wert, irgendwie 20, und wenn jetzt ein Add kommt, nimmt er die obersten zwei, also der Stackpointer wäre dann wieder hier, dann nimmt er die obersten zwei Werte runter und setzt das Resultat wieder drauf, also 1, 2 runter, 1 wieder hoch, wir hätten nachher die 30 hier stehen, und der Stackpointer würde am Ende hier draufstehen. Und so läuft es die ganze Zeit. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist, wie wir unseren Function Call organisieren. Da müssen wir ja uns merken, in welcher Funktion waren wir gerade, in welchem Bytecode, an welcher Position. Hier stehen ja unsere Instruktionen drin. Das heißt, das Nächste, was wir haben, ist hier in unserem Current Bytecode haben wir einen P-Counter. Also hier steht irgendwie Push, Push, Add, was weiß ich, Call und so weiter drin. Und der P-Counter zeigt mir immer auf die nächste Adresse, auf das nächste Byte oder auf das nächste Byte, das ich auszuführen habe. Manche dieser Bytes haben Argumente, also das heißt, hier wäre zum Beispiel Push Konstante mit der Nummer 5, hier wäre Push, was weiß ich, Number 7. Add hat kein Argument, hier kommt, wie viele Argumente er hat und so weiter. Das heißt, die sind unterschiedlich lang, die Instruktionen hier, aber immer Vielfache von Bytes. So, jetzt schauen wir hier zu dieser Stack-Organisation und die haben wir das letzte Mal entwickelt. Ich habe mich da auch ein bisschen verrannt, aber hier haben wir die typische Situation, wenn ich jetzt einen Aufruf habe, angenommen wir rufen jetzt von außen genau diese Funktion auf, dieses XX, dann hätten wir die Argumente schon gepusht von links nach rechts. Das heißt, ich rufe jetzt mal XXX auf mit 10 und 20. Nehmen wir mal eine andere Zahl, dass es ein bisschen interessanter wird mal. Was weiß ich, 20 und A. Und das A wird evaluiert in dem aufrufenden Kontext. Also hier wäre A zum Beispiel gebunden auf 30. Dann wäre mein Stack, würde auf meinem Stack oben drauf stehen die 20 und darüber die 30. Und mein Stackpointer zeigt hier drauf. Das heißt, ich habe hier die ganzen Argumente angefangen von A0 bis AN minus 1. Und das habe ich hier mal aufgeschrieben. Ich habe hier bei 1 angefangen, dann stimmt das N. Was aber auch noch drauf ist, ist die Funktion selber, weil die Funktion selber wird ja in Scheme auch berechnet. Das könnte ja wieder das Resultat von einer Expression sein. Das heißt, ich könnte ja sowas haben, beliebig komplexes Ding, was eine Funktion ausrechnet und dann das Ding, was da zurückkommt, mit Argument A und 10 aufrufen. Das heißt, auf meinem Stack entsteht zunächst einmal hier als erstes die Funktion selber, die Function. Und das ist typischerweise eine User-Defined-Function. Könnte aber auch eine Referenz auf eine Built-in-Function oder auf was anderes sein, aber in dem Fall. Und dann kommen die Argumente danach. Das heißt, unser Stack sieht tatsächlich effektiv immer so aus. A und 10 hier in dem Fall. Und der Stack-Pointer da oben. Das habe ich hier auch mal aufgemalt. Sie sehen es hier. Das ist die typische Situation zum Call-Zeitpunkt. Und unsere Call-Instruktion hat noch ein Byte gekriegt, das sagt, wie viele Bytes habe ich eigentlich gepusht, weil das weiß nur der Caller. Es gibt ja auch Funktionen mit variabler Anzahl Argumenten. Der Caller weiß, wie viel er aufgerufen hat. Und der Callee hat eigentlich bei uns keine Möglichkeit festzustellen, wie viele Argumente kamen. Und deswegen habe ich dieses Zusatzargument eingeführt.
Das übergibt er beim Call mit runter und dann weiß der Callee, der Aufgerufene, wie viele Argumente da waren. In C weiß man es zum Beispiel nicht. Da gibt es dieses Ding nicht, dieses zusätzliche Feld. Und deswegen muss man da irgendwelche Tricks machen, zum Beispiel der Printf oder so. Der kann es eigentlich, da gibt man im ersten Argument über diese Maske, über diese Prozentdinger, Prozent D, Prozent O und so weiter, Sie kennen es beim Printf, übergibt man quasi mit, wie viele Argumente noch kommen. Und wenn man da bescheißt, dann holt er sich das vom Steck, was da immer dort steht, und da steht dann zufälliger Schrott. Es gibt noch ein zweites Problem, das ist übrigens hochinteressant und das bringe ich jetzt an der Stelle, weil das ist eine wichtige Sache, wo man oft reinfallen kann. C hat ja das Problem F von A, B, C. Und jetzt ist es so, beim Printf ist das A ja meine Maske, die sagt, Prozent D und was weiß ich was, wie viele Argumente da überhaupt noch kommen, halt, da gehört keine Klammer hin, wie viele Argumente hinten noch kommen. Ja, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich evaluiere von links nach rechts und ich habe einen Steck, der nach unten wächst, wie ich bei den meisten Maschinen natürlicherweise habe, also umgekehrt, dann sieht es so aus, er pusht zunächst einmal das Format, dann würde er, wenn der Steck nach unten wächst, wie gesagt, bei den meisten Maschinen ist es so, also beim 386 und beim PowerPC und was weiß ich alles ist es so, dann käme hier das B und dann käme hier das C. Und so rufe ich jetzt den User, rufe ich die Funktion auf. In der aufgerufenen Funktion sieht es dann so aus, der Stackpointer steht hier, woher weiß jetzt die Funktion, wo ihr Format steht, die aufgerufene. Kann sie gar nicht rauskriegen. Ja? Die hat keine Ahnung, wie viele Argumente der Caller gepusht hat. Also was für einen Trick haben die gemacht? Die C-Leute, die haben gesagt, ach, wir evaluieren einfach von rechts nach links. Das heißt, auf dem Stack steckt das C als erstes und das B als zweites und das Format als letztes. Dann ist es immer 1 plus Steck, ist das Format. Und dann braucht er einfach nach oben gehen, der Callee, und dann findet er seine Argumente. Okay. Hat aber den Nachteil, dass die Reihenfolge, der jetzt von rechts nach links geht, das heißt, wenn Sie jemals eine Funktion aufrufen, die macht A plus plus und hier hinten A, B oder irgendwas anderes und nochmal A, dann ist interessanterweise das A eben, das er hier hinten pusht, noch nicht inkrementiert. Weil er das ja erst später macht, wenn er von rechts nach links evaluiert. Es gibt aber auch Maschinen, die evaluieren von links nach rechts. Die Hewlett-Packard-Maschinen, die in PA-RIS, die haben sich nämlich gesagt, das ist ja eigentlich Schwachsinn da. Ne? Wir lassen den Stack einfach nach oben wachsen, dann tut es wieder. Und dann können wir auch von links nach rechts evaluieren. Deswegen ist in C zum Beispiel die Evaluierungsordnung nicht, Reihenfolge nicht definiert. Das heißt, von Compiler zu Compiler, von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Und wenn Sie Seiteneffekte in der Argumentevaluierung haben, in Ihrem C-Programm, dann ist das gefährlich. Das ist bei einer anderen Maschine wieder anders als bei der einen. Nur so nebenher mal ein kleiner Trick. Das heißt, solche kleinen Entscheidungen, die Sie da unten fällen, ob der Steck nach oben, nach unten wächst und ob von links nach rechts oder rechts nach links evaluieren, kann gewaltige Auswirkungen nachher natürlich für die Sprache, für die Programmierer nachher haben. Und ich finde, das ist ein Designfehler von C, das hätten sie irgendwie anders machen können. Weil die meisten Maschinen, die in den letzten 15 Jahren entwickelt wurden, die CPUs, die haben sich an C angepasst. Und hätten die das damals anders definiert, würden heute alle Stacks auf der Welt nach oben wachsen. Und nicht nach unten, denke ich mal. Also vermute ich mal schwer. Weil man kann natürlich auch den Stack nach oben wachsen lassen und den Heap von oben nach unten. Würde genauso gut gehen. So, also, das wäre jetzt mal zunächst mal die Geschichte. Okay, ich habe also jetzt hier, wenn ich reinkomme, in eine Funktion, also sprich, wenn ich aufgerufen werde, habe ich die Situation, ich habe hier Argument 0 und dann habe ich hier das Argument n stehen und mein Stackpoint und hier die Funktion, die ich aufgerufen werde und hier steht mein Stackpointer drauf am Anfang. Und das Erste, was ich jetzt hier, und ich kriege eine Anzahl von Argumenten, ich kriege mit, über die Call-Instruktion, wie viele Argumente mitgegeben wurden. Und jetzt muss ich, weil die Funktion ja wieder weitere Funktionen auch rekursiv aufrufen kann, muss ich mir irgendwo immer merken, wo es wieder weitergeht, wenn die wieder zurückkommt. Das muss jetzt auf dem Stack passieren. Und dazu habe ich ein Stack-Frame erstmal definiert. Stack-Frame ist immer ein Abschnitt, der quasi mir gehört. Und hier sind jetzt die Incoming-Arguments, Incoming-Args, also A0 und die Fn gehört eigentlich auch noch dazu, bis An. Dann habe ich hier ein paar Slots freigelassen für meine eigene Verwaltung, die jede Funktion dann braucht. Zum Beispiel habe ich hier definiert, ich habe hier einen Argument-Pointer-Slot, der zeigt hier drauf.
Möglicherweise zeigt er auch hier drauf, das spielt eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall wird er beim Entry, da wo ich noch weiß, wie viele Argumente ich beim Call übergeben habe, wird dieses AP-Register oder AP gesetzt. Und es zeigt mir unten immer auf den Anfang, damit ich später, egal wie groß mein Stack gewachsen ist oder egal wie viele Argumente ich gekriegt habe, immer die Argumente hier relativ zu diesem AP adressieren kann. Dann muss ich mir den P-Counter merken, wo ich herkam und die Function, also das Funktionsobjekt selber. Und ich muss mir merken, und dann nenne ich das mal, was ich hier habe, das nenne ich mal hier mein Frame. Und da habe ich einen Base-Pointer, der zeigt hier drauf. Und dann muss ich aber, wenn ich den Base-Pointer umsetze, was ein Register ist, muss ich den alten Base-Pointer irgendwo retten, Old Base-Pointer. So, und da habe ich jetzt ein bisschen rumgespielt mit der Organisation, was am besten ist. Sie sehen, ach so, es gibt noch eine Geschichte, die man vielleicht auch noch sagen muss. Das wäre jetzt der Stack nach oben, der da weiter wächst. Hier oben könnte ich jetzt selber meine eigenen lokalen Variablen innerhalb einer Funktion, zum Beispiel Let-Variablen oder sowas, anlegen, lokale. Oder bei C, Java, die Var-Dinger, die inneren, die privaten. Was man aber jetzt hier sieht, ist, dass hier, was dazwischen ist, zwischen den Argumenten, die reinkommen, und den lokalen Variablen, die dann da oben adressiert würden. Also die sind nicht am Stück. Interessanterweise gibt es manche Programmiersprachen, zum Beispiel Java hat es so definiert, dass die hintereinander liegen müssen. Das heißt, da gibt es ein Push-Local-Bytecode und der sagt, die ersten n, Push-Local 0, Push-Local 1, Push-Local n-1, sind meine Incoming-Arguments und alles drüber sind die lokalen von meinem Stack-Frame. Das heißt, da kann ich das nicht so organisieren, da darf da nichts dazwischen sein. Da muss ich dann irgendwie dafür sorgen, dass mein Stackframe im Grunde genommen hier die Argumente 0 bis Argument n und dann Local 0 bis Local n am Stück zusammenhängen. Das heißt aber, dass ich diesen Teil hier woanders haben muss, den kann ich nicht hier dazwischen drin speichern. Also entweder muss ich das hier davor setzen immer, oder was vielleicht noch eine Alternative ist, dass ich die trenne, das heißt, dass ich zwei Stacks habe. Einen Stack, der Kontrollstack, der quasi diese Kette beinhaltet, und ein anderer, wo nur die Argumente und die Values draufstehen, die dann dicht sind. Vielleicht brauchen wir sogar drei Stacks für solche Programmiersprachen, weil Sie erinnern sich, in Java ist es ja statisch definiert, ob irgendwas eine Integer ist oder ein Pointer, durch die Sprache schon. Jetzt, woher weiß nachher der Garbage Collector, wenn der den Stack durchschrubben soll, um nach Live-Referenzen zu suchen, welcher von diesen Slots jetzt eine Integer ist oder welcher ein Pointer ist. In unserer Tagged-Architektur ist kein Problem, weil ich sage einfach, alle Integers haben hier hinten dieses Einser-Tag, dann kann der Garbage Collector den Stack einfach durchschrubben und sucht nach diesen Einser-Tags. In Java haben sie es aber so definiert, dass Integers 32-Bit volle sind, das heißt, die haben sich denn die Möglichkeit genommen, dadurch, dass sie das quasi in den Standard gelegt haben, eine Tagged-Architektur zu implementieren. Das heißt, da muss ein Integer 32-Bit können, und nicht nur 31 wie bei uns. Das heißt, da drauf, wenn man jetzt so eine Single-Stack-Geschichte hat, dann hat man eigentlich hier einen Mix zwischen Pointern und Integers auf einem Stack. Und irgendwie, woher weiß der Garbage Collector nachher, was ist? Was ist ein gültiger Pointer und was ist jetzt nur zufällig eine Integer, die aussieht wie ein Pointer? Und da gibt es eben wieder mehrere Möglichkeiten. Also entweder der Compiler legt genügend symbolische Informationen ab oder so eine Symbol Table Entry, die beschreibt, wie der Stack aussieht, wo sind Pointer, wo sind Integers. Und der Garbage Collector nutzt es dann, wenn er drankommt. Oder man trennt die Stacks von vornherein. Das heißt, man sagt, man hat einen reinen Pointer-Stack für Argumente und Locals und man hat einen zweiten Stack für die Dinger. Und man koordiniert die miteinander. Und dann kann man zum Beispiel die Integers auf dem zweiten Stack mit oder auf dem dritten Stack sogar noch nebenher abbehalten. Man muss halt dann aufpassen, da muss ich immer zwei Stacks synchronisieren. Also wenn ich jetzt aufräume, muss ich zwei wieder zurücksetzen. Muss man mal mitspielen, was die beste Lösung ist. Ich habe es jetzt dadurch bei mir gelöst, indem ich zwei Befehle eingeführt habe. Ich habe einen Push-Argument mit Index, der hier quasi mir ein Argument relativ zum Base, zum AP, zum Argument-Pointer hier, also AP relativ, adressiert und an einen Push-Local-Befehl, auch mit Index-Byte, der mir Base-Pointer relativ, Locals, erlaubt zu adressieren. Das heißt, wenn ich jetzt sowas kompilieren will, dass ich eine lokale Variable habe, also ich sage defx von a, was ein Argument wäre, und machen wir mal 2, und dann sage ich hier let
C0 und D1, dann kann der Compiler hier Code generieren, der im Prinzip das C und das D hier oben reinlegt und muss die dann halt mit push-local dann referenzieren und die Argumente aber mit push-arg hier unten. So, das ist die Geschichte, wozu man diese zwei Dinger braucht. Also jetzt hier nach vielem Hin und Her bin ich auf folgendes Stack-Layout gekommen. Und das ist ganz interessant, wenn Sie sich das mal überlegen, dass das nachher alles abdeckt. Bis jetzt brauchen wir nur die rekursiven Calls. Wir brauchen aber nachher auch noch die Closures. Also ich habe jetzt hier mal eben die Argumente, nur machen wir es ein bisschen größer. Die Reihenfolge spielt im Grunde genommen keine große Rolle. Man kann sich dann an der einen Stelle oder anderen Stelle vielleicht nochmal dann irgendwas sparen, einen Befehl, wenn man da ein bisschen umdreht. Ich bin jetzt mal auf diese Geschichte gekommen. Also sprich, hier kommen die Argumente rein. Dann habe ich hier einen Platz für den Saved PC. Den tue ich dann da reinstopfen, wenn ich selber jemanden calle. Dann merke ich mir hier, wenn der wieder zurück will, wo ich gestanden bin in meinem Programm. Dann die Funktion, in der ich war, brauche ich nicht nochmal saven, weil die steht ja schon hier unten. Das heißt, diesen Slot, die Current Function, spare ich mir, weil da unten steht sie ja schon. Und weil ich das AP habe, das aufs erste Argument immer zeigt, kann ich AP-1 bei mir wieder meine Funktion wiederholen beim Return. Dann den Caller Base Pointer und mein eigener Base Pointer. Also hier kommt ein Slot rein, immer wenn ich jetzt reinkomme, eine neue Funktion auf, ein neues Frame aufspanne, save ich als erstes mal den alten BP und setze den aktuellen BP hier drauf. Und später kann ich dann also relativ zu dem BP immer, komme ich an meine lokalen Variablen, die da oben dann stehen, first local, also plus 1, 2, 3, da habe ich es auch hingeschrieben, plus 1, 2, 3, plus 4 wäre die first local. Home BP brauchen wir dann, wenn wir an die Closures kommen, vergessen wir jetzt erstmal für eine Sekunde. Reference Flag vergessen wir auch mal. Und dann save ich hier mir noch mein AP, weil wenn ich jemand aufrufe, muss ich dem wieder das AP so setzen, dass er weiß, wo seine Argumente sind. Und dann verliere ich, wenn er wieder zurückkommt, die Information, wo meine Argumente waren. Also muss ich das auch irgendwo saven. So, und jetzt schauen wir mal, also so komme ich rein. Und wenn ich jetzt vom AST-Interpreter hier in diese Situation reinkomme, dann muss ich erstmal so ein Dummy-Frame aufsetzen. Da muss ich so tun, als wäre ich schon so aufgerufen. Das macht er hier gleich ganz am Anfang. Wo ist mein Scrollbar? Hier. Jetzt habe ich das an Mac angepasst, dann finde ich es nicht mehr. Wo geht's los? Hier sind ein paar Debug-Funktionen, weil das hat natürlich Fehler gehabt am Anfang, wie immer. Das sind alles Dinge, die erkläre ich nachher. Da geht's los. Gimme weil Bytecode. Und ich komme rein vom AST-Interpreter und Sie erinnern sich, der AST-Interpreter hat ein ganz anderes Konzept. Der hat eine Liste von evaluierten Argumenten. Hier haben wir ja die Argumente auf dem Stack liegen. Das heißt, wenn ich hier reinkomme von außen, dann habe ich hier die Argumentliste vom AST-Interpreter in einem dummen Format, was mir überhaupt nicht passt hier drin jetzt wieder. Das ist also ein bisschen falsch für mich. Deswegen muss ich die erstmal hier drauf pushen. Die Idee ist, dass wir eigentlich alles später dann Bytecode kompiliert haben und nie wieder in AST rausspringen, beziehungsweise dann eigentlich immer hier drin bleiben. Da schadet es nicht. Da macht man das bloß einmal, nämlich dann, wenn ich hier von der Kommandozeile aus quasi jetzt das erste Mal hier dieses X dann aufrufe, dann passiert es, dass ich jetzt aus dem AST in den Bytecode reinkomme. Und dann sollte ich aber eigentlich drin bleiben. Also bei Java ist das kein Thema, weil da wird alles als Bytecode kompiliert und das File, das Jar-File, oder das Class-File, das Sie laden, hat ja schon die Bytecodes drin. Der lädt das Zeug rein und fängt dann da drin an zu arbeiten. Da gibt es kein AST. Tatsächlich gibt es das jetzt doch wieder mit dem Groovy, aber das passt jetzt rückwärts nicht mehr rein, deswegen ist es höchst kompliziert, dass man da irgendwie halbwegs da was hinkriegt. Ich lege hier tatsächlich sogar zwei Frames auf. Das oberste ist nur ein leeres Frame, wo lauter Nullen drin stehen, damit er nachher, wenn der letzte Return kommt, dass er das erkennen kann, dass er hier wieder zurückspringen soll in AST. Weil sonst hätte ich keinen Indikator. Also hier kommt jetzt tatsächlich das echte Frame, das er aufbaut. Und da sagt er, er pusht die Current Function. Da muss natürlich hier das da drauf sein. Dann kommt für jedes Argument aus der Liste. Achso, hier merkt er sich das AP gleich. Das AP wird ja dann hier da drauf zeigen. Also das ist das erste Argument. Das macht er da, nach dem Push. Dann pusht er alle Argumente von der Liste und geht die Liste einfach über Cutter durch. Und dann geht es weiter. Das ist Tracing. Dann pusht er hier erstmal einen leeren Slot für den Saved PC. Das war also
falsch, was ich hier geschrieben habe. Hier kommt saved PC, saved PC. Dann das nächste wird der BP, den setzt er da drauf bei mir jetzt, also der zeigt dann hier drauf, dieses Slot. Dann kommt hier der saved BP, saved Basepointer, der zeigt quasi hier auf den alten Basepointer, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt. Jetzt pusht er den Home BP, das vergessen wir mal kurz, das ist nachher für, kommt nachher, dann vergessen wir das auch kurz. Und hier pusht er sein eigenes. Das heißt, er lässt hier erstmal zwei leere Slots, 0 und nochmal einen mit 0. Und hier oben saved er sein AP. Das zeigt also auch hier runter auf dieses Argument 0. Das gleiche wie das AP. Tatsächlich bräuchte er es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mal saven. Das könnte er noch später machen, wenn er eigentlich dann tatsächlich einen Call macht. Weil dann verliert er es erst. War vielleicht jetzt ein bisschen blöd. Dann setzt er seinen P-Counter auf 0. Das heißt, er fängt dann am ersten Byte an. Geht dann hier wieder weiter und jetzt kommt der große Switch. Er fetcht ein Byte, was im Prinzip ein Makro ist hier, Fetch Byte, gucken wir mal. Der sagt einfach Bytecode Vektor an der Stelle P-Counter und tut den P-Counter um 1 erhöhen. Gehen wir nochmal vorwärts. Fetcht das erste Byte, dann kommt der große Switch und jetzt tut er jede dieser Instruktionen im Prinzip interpretativ abarbeiten. Gehen wir mal gerade zum op-add, das ist der einfachste. Op-add. Das ist der sagt jetzt hier, ich poppe mir das Argument 2, ich poppe das Argument 1, no pun intended, und checkt hier, ob da Small Integers drin sind und addiert das dann auf und pusht das Resultat am Schluss wieder drauf. So. Es ist ein bisschen naiv hier, weil er nicht checkt, ob Overflow passiert, also sprich, wenn ich da jetzt zwei, in dem Fall 30 Bitcoin-Zahlen zusammen addiere, könnte ich einen Overflow haben, dann müsste er eigentlich einen Large Integer erzeugen, was jetzt in Scheme ja eigentlich Standard sein müsste und in Smalltalk auch. In Java gibt es einfach einen Überlauf, der rechnet ja modulo 32 Bit bzw. 64 Bit. Da habe ich gar keine Chance, das zu erkennen. So, und jetzt das Interessante wäre jetzt der Call. Ob Call, Search, Alter, haben wir schon. Ups. Ob Call, was macht er beim Call? Vergessen wir mal den T-Call vorläufig, das wird mein Tail-Call. Also, ob Call, habe ich gesagt, hat ja noch ein extra Byte, das da, wo die Anzahl Argumente drinsteht, das holt er sich erstmal hier, Number of Arguments ist das nächste Byte. Dann rechnet er daraus den neuen AP aus, das heißt, er weiß jetzt, wie viele Argumente schon gepusht wurden, wir sind jetzt wieder in der Situation, und rechnet den New AP aus als das hier, New Argument Pointer. Der zeigt dann hier drauf. Das macht er an der Stelle. SP ist ja der Current Stack Pointer hier oben. Dann zieht er einfach das N ab. Und dann weiß er, das ist ein Minus. Das ist ein bisschen klein hier geraten in dem Font. Sieht man das überhaupt? So halbwegs, ja. Und dann sagt er, aha, die Funktion, die ich aufrufe, ist an der Stelle New AP relativ Offset, AP Offset zur Function. Ich habe das hier als defined gemacht, statt dass ich da minus 1 reingeschrieben habe. Jetzt kann ich minus 1 reinschreiben, im Prinzip, jetzt wo wir es wissen. Aber ich habe so lange rumexperimentiert, wie ich das jetzt auslege, damit, dass ich das jedes Mal ändern musste, dass ich da so eine Define-Konstante reingemacht habe. Das heißt also immer der Offset von Fn relativ zum AP. Da habe ich so ein kleines Schema für die Namensgebung. Und jetzt guckt er, was ist die Called Function? Ist die Called Function, entweder ist sie keine User-Defined Function oder sie hat kein Bytecode. Das macht er hier. Also entweder sie ist not eine User-Defined Function, sprich built-in oder sonst irgendwas anderes, oder sie hat keinen Bytecode. Dann habe ich hier jetzt mal einen Code reingemacht, das ist nicht verlangt. Und Java macht das nicht. Dann rufe ich hier rekursiv, kommen nur ein paar Checks und Zeugs und tot, aber am Schluss ruft er hier Call AST, macht im Prinzip wieder einen Sprung in den AST-Interpreter und erlaubt es mir dann sogar aus Bytecode wieder in interpretativen Code reinzuspringen, temporär. Vergessen wir das mal kurz, wir können nachher nochmal drauf eingehen, das ist ein bisschen ein Detail, was eigentlich für die tatsächliche, das lassen wir auch mal weg, da kommen wir gleich drauf zurück, das wird heute Teil des Themas. Auf jeden Fall am Schluss sagt er, okay, ich habe jetzt eine, die, da sagt er, der Bytecode ist nil, weiß gar nicht, warum er da noch vorbeikommt, das ist der andere if-Zweig, das lassen wir auch mal weg. So, hier kommt jetzt der Real Call und hier sagt er jetzt, aha, ich habe jetzt quasi schon gepusht, also nehmen wir mal an, er will sowas machen, er will eine Funktion aufrufen mit 10 und 20,
dann hat er ja schon Fn auf dem Steck, Fn, dann hat er die 10 auf dem Steck, dann hat er die 20 auf dem Steck, vielleicht hat er dazwischen irgendwas anderes auf dem Steck noch und darunter ist mein Ding, das heißt hier ist my AP, also mein Frame, my AP, dann sind die zwei Nullslots hier drin, die wir vorläufig nur mal vergessen, dann ist hier das saved BP vom Caller, also von meinem Caller und hier ist der saved P-Counter von meinem saved P-Counter-Slot, das ist ein leerer Slot, zurzeit noch 0 und BP, der Basepointer, zeigt hier drauf, BP. Basepointer und meine eigenen Argumente liegen da drunter, also hier ist AN und zwar ist das jetzt my Argument, also ich schreibe mal my AN bis my A0 und my Function ist hier noch ganz unten drunter. So sieht man, und das AP zeigt zurzeit hier drauf, AP. So ist die Situation, wenn die Call-Instruktion jetzt hier rauskommt und der Stackpointer zeigt hier drauf. Okay, was sagt er? Er pusht wieder mal eine 0. Das entspricht, er muss jetzt ja im Prinzip dieses Frame wieder, dieses Teil hier, eins drüber nochmal nachbauen für den nächsten Call. Das heißt, er pusht jetzt hier das Safe, Platz für den Safe PC. Er pusht seinen eigenen Basepointer, BP, also sprich das hier. Das ist mein BP. Machen wir Platz. Dann sagt er, saved er jetzt seinen P-Counter, das heißt, er sagt hier unten, da schreibe ich jetzt meinen aktuellen P-Counter rein, den muss ich mal zweimal casten, erst von kleinem Integer zu großem Integer und dann von großem Integer zu einem Pointer, der dazu passt, das ist ziemlich hässlich. Und dann saved er außerdem sein AP hier an der Stelle ab, das heißt, hier habe ich jetzt, das ist my AP und das ist das Saved P-Counter, der kommt hier unten in diesen Slot rein. Also hier ist jetzt mein P-Counter drin, P-Counter, und hier ist der AP drin und der AP zeigt jetzt tatsächlich hier runter. Vorher war es nur dieses Register. Und jetzt kommt das neue Frame dran. Jetzt hat er ja den Basepointer hat er gesichert, den hat er hier oben gepusht und den AP hat er auch gesichert, sein Zeug. Jetzt kann er es umsetzen, also jetzt setzt er den BP, setzt er jetzt hier drauf, BP, und den AP setzt er auf den New AP, den hat er ja hier ausgerechnet, das war der da. Der AP zeigt jetzt da drauf. Und das vergessen wir. Warum macht er das eigentlich wieder? Das braucht er nicht machen. Da könnt ihr auch eine Null pushen. Ich glaube, ihr habt das eigentlich. Könnt ihr eine Null pushen, weil eigentlich ist das der AP schon wieder vom Nächsten. Setzt die Current-Function um, setzt den P-Counter auf Num und sagt, er geht wieder in die Loop, go to function changed, function changed ist hier oben meine Loop, da fetcht er einfach nochmal aus dem Current, fetcht er wieder Bytecode und Konstantentable, weil er hat bisher bloß den Current-Function umgesetzt. Und dann macht er hier drin weiter und fetcht jetzt in der neuen aufgerufenen Funktion, da macht er ganz normal weiter, hat das jetzt hier drauf. Und die neue aufgerufene Funktion wird wahrscheinlich irgendwann einmal einen Local pushen wollen, also so ein Push-Local. Schauen wir mal, oder Push-Argument, was der machen würde, wenn es dann weitergeht. Push-Arg, Push-Local, nee, Push-Arg heißt es, glaube ich. Ob Push-Arg. Der würde dann hierher kommen und was macht er dazu? Er sagt, er holt den Arg-Index und das ist ein kleines Makro. Schauen wir mal, wie das definiert ist. Der sagt, Arg von Index ist AP-Arg, von meinem AP und ein Index. Und AP-Arg sagt FAP, oh je, da habe ich mich verkünstelt. FAP ist der Frame-Argument-Pointer, den er hier mit reinkriegt als Argument. Das heißt, er sagt AP an der Stelle Offset vom ersten Argument, was aber wahrscheinlich 0 ist. Ja genau, Offset AP Arg 0 plus Index. Das heißt, eigentlich sagt er, um ein Argument zu fetchen, gehe ich hier relativ hin. Und entsprechend habe ich hier ein Makro Fetch and Local, lokales relativ zum BP und da sagt er hier, er holt sich dann quasi hier aus diesem Frame relativ zum BP. So, das war eigentlich die Geschichte und jetzt passiert da also viel und er rechnet irgendwas aus, der Steck wächst und sinkt wieder und so weiter. Ganz am Schluss hat er irgendein Value ausgerechnet, ein Val, und er möchte den returnen an den Caller. Das heißt, der Value steht jetzt auf dem Top auf dem Steck, also hier ganz oben, SP, und jetzt macht er einen Return. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ob Return, das war hier oben. Beim Return
geht es gerade andersrum. Beim Return haben wir jetzt im Prinzip die Situation wie hier oben. Hier ist unser Base Pointer, hier ist unser Argument Pointer. Der Value ist on top of stack. Und wir müssen jetzt wieder so aufräumen, dass wir wieder beim Caller so rauskommen, als wäre der jetzt quasi ja, vor dem Zustand, wo er die Argumente gepusht hat. Das heißt, der Caller hat ja dem, also wenn ich hier einen Call mache mit A0 bis AN, A0 bis AN und rufe die Funktion auf, danach sollte der Stack wieder so aussehen, dass hier droben nur noch der Return Value steht, der Value, und hier soll der Stack Pointer drauf zeigen. Das heißt, der Return muss erstens mal alles, was da oben ist, wieder aufräumen und noch beim Caller so rauskommen, dass er die Argumente, die der Caller gepusht hat, wieder raus runternimmt und das Function auch noch runternimmt und den Value wieder drauf pusht. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Hier bei uns macht es die Return-Instruktion, dass sie quasi die Argumente auch gleich mit wegmacht. Bei C oder bei vielen geht es auch so, dass der Return erst einmal nur bis hierher aufruft und der Caller dann den Rest voll abräumt, indem er einfach da wieder vom Stack was abzieht. Das kann man auch so machen. Das ist eigentlich vielleicht auch schön. Das heißt, dann kann ich aber den Return-Value nicht gleich drauf pushen, sondern dann muss ich den Return-Value irgendwo separat im Register übergeben, zum Beispiel im EAX beim 386. So macht es C. Also bei C ist es so, der Caller pusht die Argumente drauf, dann macht er einen Call-Befehl. Der Call-Befehl pusht hier den P-Counter, ähnlich wie bei uns. Das macht die Maschine schon. Dann steht der P-Counter drauf. Dann macht der oben, der Callee, sagt Save Basepointer und lade einen neuen Basepointer. Das heißt, er saved hier den Basepointer und setzt seinen Basepointer hier drauf und arbeitet dann beliebig weiter, macht einen Return. Beim Return lädt er den Basepointer wieder rein und macht eine Return-Instruktion und die Return-Instruktion holt den P-Counter vom Top of Stack, dafür gibt es einen Maschinebefehl, springt zurück und dann steht der Stack so, wenn ich wieder beim Caller ankomme. Das heißt, der Caller muss dann in dem Fall aufräumen und muss sagen, subtrahiere vom Stack wieder 4, 8, 16 und so weiter, also die Anzahl mal 4 oder mal wie immer das ist, dass der Stack wieder da ist. Und jetzt kann ich aber natürlich den Value nicht schon da drauf gepusht haben, sondern den Return Value muss ich jetzt im Register oder in irgendwas anderem zwischenhalten. Deswegen in C ist es so, dass eben immer das Register 0 typischerweise den Return Value hat. Der Caller räumt wieder auf und pusht dann selber den Value, wenn er ihn braucht. Manchmal braucht er ihn ja gar nicht, manchmal kann er auch gleich wieder Return machen, dann lässt er ihn gerade im Register drin. Das könnte man noch so ändern. Das hat einen Nachteil, man kann schwer Multiple Values zurückliefern und in Scheme gibt es das. In Scheme kann die Funktion mehrere Werte zurückliefern, übrigens in Lua oder Scala und solchen Sprachen auch zum Teil. Das heißt, da würde nämlich hier, in unserem Fall, würde man einfach da mehrere Values drauflassen auf dem Stack. Da könnte man das relativ leicht implementieren. Wenn ich ein Register habe, in dem ich es zurückliefere, ist das ein bisschen schwieriger. Da muss ich mir nämlich überlegen, dass ich im Register vielleicht bloß einen Pointer habe oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt aber nicht wirklich tragisch, wenn man es nicht kann. Also Multiple Values zurückliefern kann man auch anderweitig umgehen. Also schauen wir mal, wie es jetzt mit dem Return weitergeht. Der Return holt sich also erstmal den Return Value, der ja auf dem Top of Stack ist, runter, merkt sich den kurz zwischen. Das Ganze vergessen wir mal, das hat nachher was mit unseren Closures zu tun. Dann rechnet er den neuen SP aus. Den neuen SP, das ist interessant, da holt er, also den SP, den er nachher wieder aufsetzen muss, das ist eigentlich, weiß er ja, sein AP zeigt auf das Ding hier. Und dann sagt er, eigentlich muss ich nachher den Stack so hinterlassen, dass der SP hier drauf wieder zeigt. Weil ich das Function muss ich auch noch rausmachen. Das heißt, er sagt hier, mein aktuelles AP, was ja da drauf zeigt, auf mein erstes, also quasi auf den Stack, so wie er vorher war, fast, minus 1, das ist der neue SP hinterher. Dann holt er den BP wieder raus, indem er den BP, der ja zurzeit noch gültig ist und auf mein Frame zeigt, an der Stelle Caller BP, sprich eigentlich hier gleich, das holt er raus, holt den AP. Das ist der AP, den er gesaved hat. Das ist der, ja, BP hat er jetzt zurückgesetzt. Restored den AP. Restored die Current Function, indem er hier das Ding wieder fetcht. Restored den P-Counter, den er hier holt. Setzt jetzt den Stack zurück auf den New SP. Das heißt, der Stack steckt jetzt hier. Und jetzt, das ist mein spezielles Ding, dass er weiß, er muss aus dem Bytecode-Interpreter wieder rauskommen und wieder in AST. Deswegen muss ich hier einen Continuation-Return machen. Sie erinnern sich an unsere Continuation-Parsing-Makros.
wenn man nur im Bytecode drin bliebe, kann man das machen. Hier kann man das weglassen. Und jetzt hat er ja den Stack restauriert und pusht den Redwall, den er ganz vorher geholt hat, und springt wieder go to function change, sprich hier ganz hoch wieder in unsere Main Loop, wo er quasi wieder weitermacht im Callie. Und jetzt schalten wir mal Trace ein. Ich habe hier extra ein paar Trace Flags. Ich hoffe, das habe ich gerade definiert. Ne, muss ich mal anmachen. Trace all. Kompilieren nochmal. Und jetzt laden wir nochmal den Bytecode. Achso, da dreht jetzt natürlich viel. Moment mal, habe ich das jetzt an? Die muss ich erstmal vielleicht ausmachen. Ah ja, zurzeit sind sie noch aus. Oder Moment. Trace. Okay, zurzeit sind sie noch aus. Also kann ich den laden, weil sonst würde ich weiter im Laden load B-Compiler wieder von Scheme. Und was war das? Na, machen wir es nochmal. So, und da habe ich schon ein paar Benchmarks drin, die vergessen wir jetzt erstmal. Machen wir mal ein paar Returns, dass man es nicht sieht. Jetzt definieren wir mal eine Funktion define a mit Argument, oder nee, f1 mit Argument a, und die soll zurückliefern plus a1. Und die kompilieren wir gleich. Kompiliere f1, da sehen wir unseren Code, den wir gemacht haben. Jetzt definieren wir noch ein f2. F2 von a, und der liefert plus F1 von A und nochmal 1 dazu. Dann machen wir 2. Jetzt kompilieren wir auch. Und jetzt können wir das F1 schon aufrufen, also F1 von 10. Und jetzt muss ich 3 einschalten. Moment, globale Sekunde. Alle, die was mit 3 zu tun haben. 3 Bytecode, wie habe ich es genannt? Bytecode Execution. Das Ding setzen wir mal auf 1. Und jetzt lassen wir es nochmal laufen. So, jetzt sieht man hier immer, Moment, da kann ich glaube ich eine Function Entry, kann ich auch noch ansetzen, 1. So, jetzt haben wir hier schön Debug. Also wenn ich es aufrufe, genau, da zeigt er hier immer den schönen Stack an. Also das würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, wenn Sie den Interpreter implementieren. Schöne Debug-Prints immer einbauen, die man an- und ausschalten kann. Sonst kriegen Sie... Kommen Sie, und ich habe jetzt hier ein schönes Print noch rein, dass man immer gleich die Frames sieht. Also hier sagt er, ich habe jetzt das F1 aufgerufen, hier sagt er Enter Function, das ist das Lambda, das ist der Name, das ist der Bytecode. Die Konstantentable habe ich jetzt hier nicht ausgegeben, vielleicht liegt es auch daran, dass er gar keine hat. Und hier sieht man jetzt den Initial des Frame, das er aufgebaut hat. Also hier sieht man, da steht die Function drin, da ist der AP, der zeigt auf ein Argument, das ist die 15 in unserer Codierung mit Tag, entspricht das der 10. Ja, 15 ist 21, Sie erinnern sich, um 1 geschiftet, also 10 ergibt 20 und das 1er Tag rein gibt 21, das ist genau die 15 Hex hier. Dann haben wir hier Saved Caller, da steht noch nichts drin, Caller, Base Pointer und so weiter und so fort. Und jetzt geht es eigentlich los. Bei der Execution sieht man hier vorne immer, ich glaube das erste ist der P-Counter, wenn ich mich recht erinnere. Das ist glaube ich die Stecktiefe. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, doch ich glaube die Stecktiefe. Das ist die Instruktion, die er gerade ausführt und hier ist symbolisch, was er ausgeführt hat. Das heißt, er macht jetzt hier also den Push-Argument 0 und das sieht man jetzt hier auch, das wäre das Argument 0, das pusht auf den Stack. Dann kommt die Addition, addiere 1 und ein Return und zum Return-Zeitpunkt sieht man hier jetzt wieder, wie er den Stack nachher wieder aufräumt und da kommt wieder das gleiche raus wie vorher. Jetzt machen wir mal was Interessanteres, jetzt rufen wir das F2 auf, das ja wiederum das F1 aufruft. Das heißt, ich rufe F2 mit 10 auf und da kommen wir hier oben rein. Moment, wo geht's los? Hier. Also hier zunächst mal F2, der sagt Push Global F1, klar, weil für ihn ist das eine globale. Dann sagt er Push mein Argument und sagt Ob Call mit einem Ding. Und jetzt springt er rein in das F1, also vom F2 kommen wir ja, von der äußeren Funktion hier oben, springt er rein ins F1, hat einen neuen Frame aufgebaut und der Frame sieht nachher so aus hier. Wobei hier sieht man der Caller BP, der ist 12.488, das ist genau dieser alte BP, wie er vorher war. Also man sieht, hier hat er schöne Caller-Kette aufgebaut. Tatsächlich printet er sie hier gerade. Doch, auch nach oben stimmt sogar. Also das heißt, da sieht man ja auch,
488 liegt unterhalb von 410. Das heißt, das ist die Caller-Kette und das wäre der Callee. So sieht es hier aus. Hier sieht man den Argument-Pointer B0, der zeigt hier drauf und das AP-Register zu dem Zeitpunkt auch. Okay, jetzt pusht er hier wieder weiter und hier geht es los, dann kommt der Return und jetzt muss er natürlich wieder zurückgehen in das alte Frame, sprich in das C0-Frame, was er auch machen kann. Wenn man es nachverfolgt, sieht man das nachher wieder. Kommt er hier raus und was macht er dann noch? Ja, jetzt sagt er, es geht weiter in der Funktion F2, weil da ist ja der Return, da sagt er Continuing Function F2 und hier nochmal eigentlich dessen Frame, bis der sagt wieder Push Number und addiert nochmal was und macht einen Return und wir haben hier am Schluss die 13 drin. So, das funktioniert ganz prima soweit und damit hätten wir die Funktionalität von vielen Programmiersprachen erstmal abgehängelt. Jetzt kommt aber unser Hauptproblem und das Hauptproblem sind natürlich unsere Closures wie immer. Die waren schon beim ASD-Interpreter das Problem, wo man ein bisschen nachdenken musste. Und hier ist es auch so, hier wird es jetzt aber noch komplexer. Aus zwei Gründen. Also schauen wir erstmal prinzipiell, wie das Layout nachher aussieht. Und der Stack wird jetzt schon relativ komplex dann werden. Das zeige ich gleich mal. Also jetzt muss ich vielleicht mal schöner schreiben, damit man es dann auch im Internet lesen kann. Also, ich sage define mein F1 mit A und jetzt sage ich hier innen drin define F2 von B und da machen wir irgendwas Triviales plus AB, das soll unser Return-Wert werden, sowas. Und dann in F1 rufen wir das dann auf, da rufen wir die Hilfsfunktion auf. Das heißt, hier sagen wir, wir rufen auf F2 oder nennen wir es mal I für inner. Hier rufen wir Inner Function mit Argument plus A10 auf. Zack, zack. Und jetzt brauchen wir hier noch eine Klammer zu. Und dann rufen wir das Ding auf F1. Wobei wir brauchen jetzt keine 1 mehr, jetzt können wir es auch F nennen. Wir rufen dann F von 100 auf. Also was passiert? F von 100. Wir machen jetzt gleich mal den Code-Generator. Das heißt, ich lasse ihn kompilieren. Bevor wir das define F von A, Inner Function, define i von b und i von b liefert zurück plus ab, Klammer zu, und jetzt rufen wir das auf von innen, indem wir sagen f von, ja halt, wir sind noch nicht so weit, i, genau, i, wir liefern zurück i von plus a10, Klammer zu, Klammer zu. Und jetzt kommt die Klammer zu. Und jetzt rufen wir es von außen auf mit F von 100. Halt, erst wollte ich es kompilieren. Compile Function F. Und jetzt hat er zwei Funktionen generiert. Also die erste ist die Inner Function. Das ist die, die für dieses I generiert wurde. Oh, Entschuldigung. Also schauen wir mal erstmal, wie der Code aussieht, den er generiert hat. Also, er hat eine User-Defined-Function für das F generiert. Kann man das noch hören? Funktioniert das noch? Das hängt irgendwie ein bisschen. Für das F generiert und die hat ja Bytecode und die hat eine Konstantentable, Consts. Also der Bytecode im Bytecode von der Inner-Function, von der Outer-Function, das ist die Outer-Function da unten und das ist die Inner-Function. Auf jeden Fall in der Konstantentable, da steht an Slot 0 wieder eine User-Defined-Function, das ist nämlich dann die Inner-Function, i. Und die hat folgende Befehle, push-outer-arg, push-outer mit Delta gleich 1 und Offset gleich 0. Also sprich, die hat 2 Bytes, Delta 1, Offset 0. Dann hat sie einen push-arg mit Offset 0 und ein Add und ein Return. Add und ein Return, das war's. Und die äußere Funktion, die heißt, macht folgendes, die sagt, also sprich, den Bytecode habe ich gleich reingeschrieben, vielleicht mache ich das ja, also das brauche ich jetzt nicht. Brauche jetzt extra nochmal, das macht es glaube ich bloß umständlicher, den Bytecode kann ich gleich hinten dran schreiben, das ist ja auch technisch
egal, ob Sie dann nochmal ein extra Objekt für den Bytecode haben oder ob das da hinten gleich dran kommt. Tatsächlich ist es gut, wenn Sie das extra Objekt haben für den ganzen Garbage Collector und alles, weil das ist ein Objekt, was nur Bytes beinhaltet und keine Referenzen mehr haben kann. Deswegen hatten wir das ja ursprünglich mal getrennt zwischen Bytecode und Konstantentable, damit wir wissen, welche Tables kann der Garbage Collector einfacher durchsuchen oder welche braucht er gar nicht besuchen. Und die Bytecodes braucht er nicht besuchen, das sind nur Zahlen drin. Deswegen ist es geschickt, wenn man das trennt als separates Objekt. Außerdem könnte man sich vorstellen, dass der Bytecode geshared wird. Also wenn ich viele Funktionen habe, die das Gleiche machen, sowas wie das erste Argument zurückliefern oder die konstante Null zurückliefern oder sowas, könnte ich den Bytecode komplett sharen von allen. Also das heißt, da kann man auch nochmal optimieren unter Umständen. Aber ich male es jetzt mal trotzdem zusammen an einem Stück, einfach damit es hier ein kompakteres Bild gibt. Also hier haben wir Push-Konstante 0, was natürlich nachher das Ding ist. Dann sagt der Make-Closure, erzähle ich gleich, was das macht, Make-Closure. Dann macht er einen Push-Local, Push-Local, Local kennen wir noch gar nicht, Push-Local 0. Push-Argument 1, Push-Arg 1 und Push-Number 10, Push-N, oder ich mache mal einfach mal ein Hashzeichen, Push-10, Number 10. Und dann geht es weiter mit Add. Und eine interessante Instruktion, T-Call. Oh, T-Call könnte ich eigentlich auch vorher noch erklären, bevor ich jetzt an die Closures rangehe. Kurzer Break, ich mache kurz ein Zwischending, T-Call, Tail-Call. Der letzte Call von der Funktion, sprich, ich mache einen Define A, von Define F1 von A, und der macht nichts anderes als F2 von, was weiß ich, plus A1 aufrufen. Naiver Compiler würde sagen, okay, generieren wir mal Code dafür, der Code würde sagen, Push Local A, Push Konstante 1, Add, für das Ding. Tatsächlich hätte er vorher schon das Push F2 gemacht, also das irgendwie evaluiert, wahrscheinlich ist es eine Global oder sonst irgendwas. Und dann einen Call mit einem Argument. Und dann ein Return, weil dann nachher steht der Return-Wert von dem F2 auf dem Stack. Und er selber will das dann zurückliefern, weil es ja seine letzte Expression ist. Dann würde also eine Return-Instruktion hier hinten kommen, red. Und wenn man jetzt sich überlegt, was er da eigentlich macht, während der Laufzeit, da baut er hier ein Frame auf, übergibt es an das untere und dann kommt der untere, baut das eine Frame ab, pusht da wieder den Return-Wert drauf, nur damit der das wieder abbaut und seinen Return-Wert weitergibt. Und deswegen haben wir ja gesagt, da könnte man eigentlich für den letzten Call, kann ich immer aus diesen Dingen einen T-Call-Instruktion machen, Tail-Call, auch mit einem Argument. Und was macht der Tail-Call? Der Tail-Call, der ruft im Grunde genommen, ist ähnlich wie ein Call, nur dass er nicht ein neues Frame nach oben aufbaut, sondern sein existierendes Frame überschreibt. Ich zeige es gleich im Code. Das heißt, wenn ein normaler Call hier so ankommt, dass er selber seine Argumente hat und hier sein Frame mit dem BP und hier wieder, wenn der jetzt was Neues aufruft, oder machen wir nochmal ein, der hat das aufgerufen, der hat das Frame und dann habe ich hier die BP-Kette und hier zeigt mein aktuelles BP drauf und jetzt will ich einen neuen Call machen. Dann würde ich normalerweise meine Argumente hier drauf pushen, also die A outgoing, out, und der Caller, der Callee, Entschuldigung, der Aufgerufene, würde dann sein Frame hier draufsetzen, also sein Safe-Geschichten, und würde hier die Kette drauf machen. Nur wenn ich jetzt der letzte Call bin, würde der, wenn er zurückkommt, bei mir hier rauskommen, ich würde nichts anderes machen, als mein Frame auch wieder abbauen und wieder auf das zurücksetzen. Also, hier die Idee, beim Tail-Call baue ich kein neues Frame auf, sondern ich überschreibe mein aktuelles Frame, das heißt die outgoing Args überschreibe ich hier rein, A out, dann mache ich den Call und der Aufgerufene soll sein Frame hier draufsetzen. Und der baut natürlich dann die Kette so auf, wie meine Kette war, sprich
diesen Base-Pointer wieder nachher restaurieren aus dem gesaveten, sodass der Callee dann dahin returnt, wo ich eigentlich ihn returned hätte. Und dazu habe ich extra eine Tail-Call-Instruktion gemacht. Spannenderweise generiert der Compiler trotzdem noch einen Return dahinter, dann habe ich nämlich die Option per Schalter, die Tail-Calls als normale Calls zu machen und habe trotzdem noch eine Return-Instruktion dahinter. Das ist fürs Debuggen nett. Weil beim Tail-Call verliert man den Kontext. Angenommen, Sie haben jetzt eine sehr, sehr tiefe Call von Kette A ruft B, ruft C, ruft D, ruft E und in E passiert ein Fehler, dann wissen Sie eigentlich nicht, wenn das alles Tail-Calls war, was war denn da dazwischen, weil Sie sehen bloß den ersten Caller, alle in dazwischen sind ja weg, in der Aufrufkette, ein Debugger oder sonst irgendwo, und Sie sehen dann nur den letzten und das macht das Debuggen sehr schwer manchmal. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn Sie Ihre VM so machen, dass die den T-Call optional als Call implementiert, dann kann man das per Switch einschalten und dann kann man beim Debuggen sehen, wie kam ich eigentlich in irgendeine Situation rein. Und jetzt schauen wir nochmal in den T-Call-Implementierung rein. Sie haben sie vorher schon mal ganz kurz gesehen bei opcall, war hier und Sie sehen hier, das ist der gleiche Code, eigentlich der gleiche Switch für Tail-Call und für Call, nur er schaut hier erstmal alles nach, nur schaut er dann, und das lassen wir alles mal weg, hier kurz bevor er eigentlich den Call machen will, schaut er hier nochmal, bin ich ein T-Call? Und hier kommt nochmal ein Spezialcode, den erkläre ich auch nachher, aber was er eigentlich machen will, ist hier, genau, hier an der Stelle, da kommt der tatsächliche T-Call ran. Da holt er jetzt die Argumente, die ja zu dem Zeitpunkt, die Outgoing, A-Out, die stehen ja zu dem Zeitpunkt und hier das Fn, das er callen will, steht ja hier drauf erstmal. Und anstatt, dass er jetzt einfach da runterspringt und das neue Frame auflaufen lässt, überschreibt er seine eigenen Argumente mit diesen Argumenten, die da oben sind. Das heißt, er fetcht von dem New AP, Sie erinnern sich, das New AP ist das Frame ganz oben da, das New AP. New AP, da sind die Outgoing-Argumente und hier zeigt ja immer noch mein AP auf meine Argumente. Und jetzt sagt er, ich hole mir einfach die Dinger runter. Das heißt, von 0 bis n args hole ich hier das New AP und überschreibe es in mein AP. Man muss da ein bisschen aufpassen. Man muss gar nicht aufpassen, weil das kann nicht überlappen. Das heißt, man muss allerdings dann aufpassen, wenn das mehr sind als hier. Aber das spielt keine Rolle, weil die Information brauchen wir sowieso nicht mehr. Brauchen wir die noch? Ah, es könnte sein, dass ich da einen Bug drin habe. Brauche ich da noch irgendwas? Da muss man nämlich aufpassen, wenn die Outgoing-Argumente mehr sind als ich hatte, dann überschreibe ich die. Da müsste ich vielleicht... die habe ich schon vorher rausgeholt, genau. Also ich muss vorher auf jeden Fall die Slots, die ich hier noch brauche, die hier, da brauche ich, glaube ich, nur noch den Caller BP. Das ist das Einzige, weil das resette ich nachher. Alles andere kann ich vom Caller BP, das ist ja der da unten, wieder restaurieren. Also den Caller BP muss ich vorher rausholen, weil wenn ich jetzt, was ich jetzt hier mache, ist, dass ich hier die Outgoing-Argumente alle hier runter move und wenn das mehr sind, als ich hatte, dann würde ich ja hier reinwachsen. Deswegen, also das, was da drin vorher noch stand, muss ich aufpassen, dass das nicht... Und dann stehen also quasi die Outgoing-Argumente hier, also A-Out. Dann setzt er hier das Stackframe gleich da drauf. Also hier macht er gleich ein Reset, SP. SP setzt er jetzt hier drauf. Und tut dann so, als würde das neue Frame dann direkt da drauf wieder sitzen. Das heißt, er überschreibt jetzt hier sein eigenes Frame, diese Saved-Variable überschreibt er hier mit dem Call. Und das war es eigentlich schon hier unten, Current Function Go to PCounter 0. Das heißt, der Tail-Call-Instruktion überschreibt mein eigenes Frame. Resettet und überschreibt dann von unten wieder rauf. So dass ich, wenn ich hier dieses Ding habe, dass das quasi dann in konstantem Stack läuft. Wenn ich jetzt immer wieder in einer Loop wäre, also eine rekursive Endlos-Loop, dann würde der immer wieder mein Frame überschreiben mit den Outgoing-Argumenten, die Incoming überschreiben und damit keinen neuen Stack mehr brauchen. Damit hätten wir quasi die Tail-Call-Geschichten hier drin auch implementiert, ohne diese komplizierte Continuation-Parserei. Sie erinnern sich, was wir da gebraucht haben für eine AST. Ist hier zwar auch ein bisschen komplizierter, man muss ein bisschen hin und her, das ist eine Fummelei, wo man erstmal viel Fehler macht. Index plus 1, Index minus 1, ein falsches Ding und überschrieben, bis man das hingekriegt hat. Deswegen habe ich das auch vorbereitet und mache das jetzt nicht live, weil das hat auch schon ein paar Stunden gebraucht.
Aber dann hat man hier auch die Tailcallerei. So weit, so gut. Jetzt kommen wir mal hier wieder zurück zu dem. Das war das Tailcall. Also, wir haben jetzt die Inner Function. Und man muss natürlich bei der Inner Function jetzt Folgendes aufpassen. Oder ja, wir werden es gleich sehen. Also, das war die T-Call-Instruktion. Die ist jetzt hier hinten drin. Das ist der Last Call. Und das hat auch der Compiler jetzt generiert. Der generiert für den letzten Call immer die T-Call-Instruktion statt der Call-Instruktion. Generiert aber, wie gesagt, das RET trotzdem noch rein. So, und wenn wir es jetzt ausführen, und das machen wir jetzt mal. Puh, geht mal langsam der Platz aus. Das wäre jetzt also unsere statische Struktur, so wie sie der Compiler ablegt. Und jetzt rufen wir das Ding auf. Also jetzt kommen wir vom AST-Interpreter über F100 rein. Das heißt, wir haben auf dem Steck, ich muss jetzt wieder von unten anfangen, auf dem Steck haben wir erstmal das F, dann haben wir die 100 drauf und so kommen wir mal rein. Hier in die Funktion und der baut jetzt natürlich erstmal sein Stackframe auf. Ich mache das jetzt mal bloß symbolisch. Das heißt, hier gibt es ein BP auf den Caller mit der speziellen Kennung 0 in dem Fall, dass er weiß, das war gar kein richtiger Caller, sondern es war ein AST. Aber wir fangen jetzt gleich hier an, weil das ist dann interessant. Das heißt, unser Stackpointer, unser AP auch noch, AP, Argumentpointer zeigt hierher, unser BP zeigt hierher, nee, sorry, auf die Safe BP, machen wir hierher, unser BP zeigt hierher, das war das BP Caller. Und hier sind ein paar Zusatzinfos, nämlich der P-Counter vom Caller und so weiter. Uninteressant. So, jetzt geht's los. Push Konstante 0. Konstante 0 ist die User-Defined Function, weil in der Konstantentable steckt bloß der eine Slot drin. Also, ich pushe erstmal hier einen Pointer auf die UDF, User-Defined Function I. Dann sagt er hier Make Closure. Und Make Closure macht jetzt Folgendes. Make Closure erzeugt ein Objekt. Sie erinnern sich, beim AST mussten wir für die Inner Function das Outer Environment uns merken. Das macht Make Closure. Make Closure erzeugt ein Objekt vom Typ Closure. Da habe ich extra im Scheme Header und einen Tag dafür definiert. Und der hat zwei Entries. Das eine ist die FN und das andere ist der BP von der Home-Funktion, quasi da die Heimatfunktion. Die Heimatfunktion von I ist das F, also die äußere Umgebung quasi ist das, oder die Umgebung. Das heißt, hier wird jetzt eine Closure erzeugt von dem. Wir gucken auch gleich rein, wie es funktioniert. Top of Stack ist die User-Defined Function, das heißt, es wäre das UDFI. Und das BP ist mein aktuelles BP, das gerade läuft, also das aktuelle Frame. Und damit habe ich dann in dieser Closure eine Referenz auf genau mein aktuelles Frame. Oder machen wir es da außen, sonst wird es zu kompliziert. Also mein Frame. Also eine Referenz. Im Prinzip eine Kopie vom BP, vom Basepointer, vom Framepointer, das ist ja mein Frame. Und dann liefert er das, ja gut, das legt er, das Make Closure und das liegt jetzt einfach mal auf dem Stack da drauf. Okay, als nächstes kommt jetzt, und das war, ja, wer macht, wozu macht er das? Das macht der Compiler und zwar für jedes Define, was da drin steht, generiert er eigentlich nur einen Push von dem Value oder von dem Make-Closure, wenn es eine ist, die es Closure braucht. Und bin ich eigentlich doof, das brauche ich zu dem Zeitpunkt gar nicht machen. Ach so, doch, natürlich beim Call, genau. Also das ist die, stimmt schon, war schon richtig, muss er machen. Dann käme, nein, ist doch Quatsch. Aber ist egal, ist ein bisschen ineffizient. Also das liegt daran, weil der Compiler so blöd geschrieben war. Der Compiler sucht nämlich als erstes mal alle Defines raus und für jeden Define der Reihe nach erzeugt er einfach nur eine Expression, die diesen Wert auf den Stack drauflegt. Und dummerweise macht er hier schon ein Make-Closure, was er eigentlich gar nicht muss. Das muss er erst dann machen, wenn ich es aufrufe. Aber er macht es zu früh, also er macht es schon zu dem Zeitpunkt. War Blödsinn, muss ich nochmal ändern. Sprich, wenn ich also eine Outer-Function habe, def-outer, und die hat hier def-a, def B, def C, dann generiert er drei Pushes, also Push für A, Push für B und Push für C, sodass der Stack nachher so aussieht, hier unten ist mein AP, hier zeigt es BP drauf und hier liegen dann die drei Locals, die A, B, C liegen dann auf dem Stack nach oben.
Und adressiert werden die mit dem Push-Local-Befehl. Das heißt, der Push-Local 0 pusht dann genau das Ding nochmal drauf. Und das ist das, was mich gerade durcheinander gebracht hat, weil das ist eigentlich Quatsch. Aber gut, ineffizient. Ist in Ordnung, semantisch ist richtig, aber es ist ineffizient, weil er einfach was zu viel pusht. Also hier ist die User-Defined-Function dann nochmal nach diesem Push-Local. Dann kommt das Argument drauf. Das Argument ist ja hier unten noch AP. AP zeigt hier drauf. Das erste Argument ist also die 100. Das heißt, er pusht hier die 100 nochmal drauf. Tatsächlich hat er hier die Closure gemacht. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht mehr das Ding. Das war falsch. Das ist die Closure. Das ist eine Referenz auf das Ding jetzt. Und das hat er hier auch nochmal gepusht. Eine Referenz auf die Closure. Und die können wir eigentlich vergessen, weil die ist nur durch meinen Compiler-Fehler drauf. Müsste nicht sein. Also gut. So, jetzt wäre das, also das sind jetzt also meine FN Outgoing und das wäre mein Outgoing Arg 0 für diesen Call. Oder? F I Push Arg, ja, die 100 ist drauf, okay. Ne, jetzt kommt erstmal das Add noch, das Plus. Und das Argument habe ich gepusht, jetzt kommt der Push 10, habe ich vergessen. Okay, dann wäre die 10 noch drauf. Das ist noch gar nicht das Argument. Dann kommt das Add, dann habe ich die 110 hier drauf. Und das sind jetzt meine zwei Argumente. Jetzt macht er nämlich hier den T-Call. Und wohin macht er den T-Call? Hier ist die Function, also T-Call mit 1 war das, wenn ich mich recht erinnere. Also hier ist die Function drauf und hier ist das Argument und da macht er einen Tail-Call. Jetzt ist aber folgendes, der Tail-Call, Sie erinnern sich, der Tail-Call will eigentlich das da unten überschreiben. Richtig? So, um optimieren, der will ja eigentlich meine Incoming-Argumente, nämlich das Zeug hier, überschreiben. Dummerweise haben wir aber durch unsere Closure eine Referenz auf diesen Frame generiert. Weil nämlich nachher die Inner-Function, wenn die Inner-Function läuft, die Inner-Function ist ja dieses UDF, der kriegt den Base-Pointer nachher mit, damit er noch auf die Outer-Argumente zugreifen kann. Jetzt wenn aber unser Tail-Call hier die überschreibt, dann hat er nachher keine Chance mehr, die zu finden. Das heißt, wir müssen immer dann den Tailcall unterdrücken, wenn wir irgendwo eine Referenz rausgegeben haben auf das aktuelle Frame. Also sprich, wenn wir eine Closure gemacht haben und die Closure noch lebt. Wenn wir eine Closure gemacht haben, dann hat die Closure eine Referenz auf das Frame, dann dürfen wir dieses Frame in Tailcall nicht überschreiben. Und dazu kommt jetzt das erste von diesen neuen Flags, was ich vorher gesagt habe. Dazu habe ich hier oben eine Referenced-Ref-Slot, der am Anfang auf 0 gesetzt wird. Und immer wenn ich eine Closure mache, dann setze ich das auf 1 in meinem aktuellen Frame. Also man könnte gleich gucken nach Mesh Closure, da sieht man, dann macht er das. Und der Tail-Call, der wird unterdrückt, wenn das Ding nicht 0 ist. Dann macht er einen normalen Call. Damit verhindert er, dass dieses Frame da unten überschrieben wird. Und das schauen wir jetzt mal in MakeClosure erstens mal, was das überhaupt macht. MakeClosure. Der legt einfach mal ein NewSchemeClosure-Objekt an. Wie gesagt, das ist echt trivial, das sind nur zwei Slots, also das ist auch billig. Dann holt er die Function, die auf dem Top-of-Stack ist, runter und setzt sie in der Closure. Und das Zweite, was er macht, ist, dass er in der Closure das Home-BP sich vermerkt, die zwei Slots. Das sieht genauso aus. Und dann pusht er das Closure-Objekt auf dem Ding. Und jetzt kommt aber hier, jetzt geht es noch weiter, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr getrickst. Eigentlich wollte ich hier an der Stelle diese Markierung setzen, das da, damit der den Tailcall nicht macht. Wobei, eigentlich könnte ich das doch machen, das müsste man hier machen. Ich habe es nämlich jetzt hier nochmal optimiert und habe gesagt, es kann ja sein, dass es gar niemand aufruft oder so, oder dass er gar keinen Tailcall mehr macht, wenn das Ding noch lebt, und macht es erst später. Aber an und für sich könnte man jetzt hier an der Stelle tatsächlich sagen, ich setze hier dieses Referenz-Bit auf 1. So würde ich es implementieren und ich habe jetzt leider hier schon nachoptimiert und bin schon wieder weiter. Das war jetzt didaktisch sehr blöd, weil das kann man noch verzögern. Dieses Closure machen bedeutet noch nicht notwendigerweise, dass ich nachher keinen Tailcall machen kann. Sondern ich kann nur dann keinen Tailcall machen, wenn die Closure tatsächlich noch lebt, zu dem Zeitpunkt, wenn ich einen Return machen will. Es könnte ja sein, dass ich die Closure nur mache, um jetzt ein Map aufzurufen oder irgend sowas. Und ich nachher zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Return machen will, ich den Tailcall trotzdem machen kann. Und diese Optimierung habe ich schon eingebaut.
Hier, deswegen sieht man jetzt hier das nicht. Aber das ist wirklich eine Optimierung. Ich wäre 100% happy, wenn Sie das nicht machen. Die Frage ist überhaupt, ob ich so viel von Ihnen verlange, dass Sie das implementieren alles. Aber nur, dass Sie es verstehen. Man könnte hier an der Stelle einfach dieses Referenz, der da hinten kriegt, da schon Angst, nur dieses Referenz-Bit setzen, was dann verhindert. Nee, kein Thema, das braucht er nicht machen. Das geht zu weit. So, also, und jetzt, das war das Make-Closure, und wenn ich jetzt dann habe ich dieses Closure-Ding, und jetzt ruft er mit Tail-Call die Closure auf. Das heißt, er kommt jetzt das nächste Mal rein, ganz hier oben in dem Call, und jetzt schauen wir mal, was der Call tatsächlich macht. Der Call geht hier nämlich durch, und das erste war, dass er hier guckt, ob es überhaupt eine User-Defined Function ist mit Bytecode. Wenn es keine User-Defined Function ist, dann kommt jetzt hier als nächstes nämlich ein Switch, da sagt er, ist, wenn es eine Closure ist, was ich hier aufrufen soll, dann holt er aus, dann ist called function file scheme closure.homebp, ist ja genau das bp von dem home von der closure, also sprich von der inner function, das frame, in dem der sein a finden würde. Und wir haben verhindert, dass es überschrieben wird durch einen tail call. Und das holt er hier raus. Hier guckt er jetzt nochmal, da ist nämlich hier mein Delay, hier guckt er nämlich, ob zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Tailcall doch vielleicht noch möglich ist oder nicht, aber das lassen wir jetzt einmal weg, weil das wie gesagt so eine Überlegung ist, so eine Optimierung ist. Auf jeden Fall hat er hier das Home rausgeholt, und das ist eigentlich alles, was wir hier machen, und dieses Home, das pusht er weiter unten, da wo er den Call tatsächlich macht, zeigen wir hier, Moment, und zwar egal, ob es jetzt ein Tailcall ist, hier in dem Fall, oder ob es ein regulärer Call ist, pusht er hier das New Home. Und das ist das zweite von diesen bisher geheimen. Also hier steht das Home nämlich drin. Also wenn ich reinkomme durch einen regulären Call und ich habe eben keine Closure, dann steht hier eine 0 drin in dem Home-Feld. Wenn ich eine Closure bin, dann kommt hier das Home, was aus der Closure kommt, steht dann hier drin in meinem Frame. Okay, und wenn ich jetzt die innere Function bin, dann habe ich ja meine Locals hier, habe jetzt hier mein BP, also hier, da stehen sie tatsächlich nicht hier drin, sondern hier würde jetzt als Home würde jetzt das stehen, wo der hin zeigt, sprich dieses Ding da unten. Da würde jetzt quasi tatsächlich eine Referenz auf ein Home stehen. In dem Fall ist Home sogar gleich der Caller. Caller ist in dem Fall das Gleiche. Muss aber nicht notwendigerweise sein, im Normalfall ist es das auch nicht. Im Normalfall sind dann ein paar Caller dazwischen, zwischen Home und dem. Aber in unserem Fall ist es jetzt zufällig das Gleiche, da dürfen Sie sich nachher nicht, wenn man es dann Single Step nicht davon verwirren lassen, aber hier ist Home und Caller gleich. Und wenn er jetzt läuft und wenn er jetzt sein BP wieder setzt, das BP ist ja dann der neue BP, und er hat ein AP, der zeigt auf mein Argument, hier AP. Jetzt kann die Inner Function, wenn die läuft, und das ist der Code, der nachher in der Inner Function abläuft, über Push Outer sagt jetzt, ich muss über die Home-Kette gehen. Und zwar so viele, wie mein Delta sagt. Also ein Hop bin ich bei meinem Home. Wenn die noch tiefer verschachtelt wäre, also angenommen, ich hätte jetzt hier noch ein I2, was C hat, und der will auf das A zugreifen, dann muss ich natürlich über zwei Hops, zwei Home-Ketten rüber hopsen. So viele muss ich rausgehen, damit ich da hinkomme. Und der sagt also Push Outer mit Delta 1, Index 0, also einen Hop hoch und dessen nullte Argument. Und der sagt Push Arg, das ist mein eigener, das wäre im Prinzip das gleiche wie Push Outer mit Delta 0. Wenn man so will, das ist über mein eigenes AP, das heißt, da findet er sein eigenes Argument. Und dann addiert er die und returns wieder zurück. So, also das wär diese ganze Geschichte. Schauen wir mal, ob wir da durchsteppen können. Also, jetzt rufen wir das F auf mit 100 und dann machen wir eine kleine Pause. Das ist jetzt erstmal heavy. So, und da kommt 210 raus, wie Sie sehen, das funktioniert schon soweit, aber interessanterweise, wo geht es denn los? Hier oben geht's los. Das ist das äußere Frame. Der hat hier, sehen Sie, der hat ein Home von 0. Okay, und dann kommt hier, geht es hier durch und durch und durch. Dann sagt er hier, er muss eine Closure aufrufen. Und hier baut er jetzt hier in sein Frame, in das Home, nämlich die Referenz auf 12.488. Gucken wir mal, 12.488, das ist genau das äußere Frame, also das Caller Frame. Und wie gesagt, hier in dem Fall ist zufällig der Caller gleich dem Home, aber das ist jetzt hier wirklich Zufall, weil eben der Caller gleichzeitig mein Home-Frame ist. Aber ich hätte ja auch diese Funktion, die Inner-Funktion noch
weitergeben können, einem Map oder einem Select oder sonst irgendjemand, und der ruft zuerst auf, dann wäre der Caller natürlich was anderes als das Home. Und wenn der Innere jetzt hier seinen Push-Outer arg macht, dann würde er eben diese Home-Kette hochgehen und sagen, okay, da gehe ich einmal hoch und dann finde ich dort das Argument. Und wie gesagt, der Compiler muss, dazu hat er die Scope-Kette beim Kompilieren, da muss er nämlich für jedes Ding hier sich merken, wenn ich da ein A zugreife, wie viele Hops muss ich hochgehen, damit der Compiler das richtige Code erzeugen kann. Und jetzt schauen wir nochmal in die Implementierung rein von diesem Push-Outer. Moment. Push-Outer, das ist eigentlich das einzig Neue. Push-Outer. Hier, da sieht man hier, der holt erstmal das Delta-Scope und den Index. Und dann hat er hier, sagt er, ich gehe mal mein Home-Frame, hole ich nämlich, das habe ich nämlich relativ zu meinem BP, finde ich ja da mein Home. Das holt er erstmal hier raus. Und dann sagt er, okay, solange das größer 1 ist, weil 1 bedeutet ja, ich bin quasi schon an meinem Home. Holt er einfach, wandelt, lauft er hier die Home-Kette entlang und sagt dann, so viele muss ich hochgehen, und dann holt er dessen AP, weil den AP, und das finde ich ja dann relativ, wenn ich bei dem Home bin, muss ich wissen, wo seine Argumente sind, weil das könnten wieder Variable sein, also muss ich hier relativ erstmal das AP holen, das macht er hier, das ist dann das Frame-AP, und dann kann er das Argument relativ zu diesem Frame-AP rausholen. Und so kommt er da innen dran, und deswegen kann der hier am Schluss auch 210 zurückliefern. Jetzt kommt noch unser schlimmstes Worst-Case-Ding, was Sie erinnern sich, Define-Make-Adder. Define-Make-Adder. Make-Adder als von N, als ein Lambda von A, was plus AN macht. Okay. Und wenn ich das kompiliere, Make-Adder, ups, das gibt gleich einen Fehler, nochmal, kompiliere MakeAdder. Da sieht man, dass hier genau das Gleiche eigentlich passiert. Er hat jetzt auch nicht für dieses Lambda, ich zeige nochmal MakeAdder an, MakeAdder, Bildschirm ist jetzt ein bisschen eng, für dieses Lambda, was da drin ist, also MakeAdder ist natürlich ein Lambda, also eine Funktion, die ein N erwartet, die ihrerseits ein Lambda, dessen A erwartet, also eine Funktion, die ein A erwartet, zurückliefert, das auf dieses A und vor allem auf das äußere N zugreift. Hier ist es jetzt gemein. Das hier war kein Problem, weil hier wird eine lokale Funktion definiert und die wird aufgerufen und das war's. Hier, und das ist der Worst Case natürlich für diese ganzen Interpreter, hier wird eine lokale Funktion definiert und zurückgegeben. Und diese zurückgegebene Funktion hat noch eine Referenz auf ihr Frame. Das heißt, ich habe hier auch so eine Closure und da habe ich eine Referenz aufs BP und die Funktion will aber zurückkehren, die das BP definiert hat, das hier noch drin steckt. Das heißt, hier an der Stelle haben wir jetzt die Problematik, weil wir wollen ja zurückkehren und dann gibt es wieder einen Aufruf und dann wird ja das überschrieben durch den nächsten Call. Das heißt, hier an der Stelle müssen wir beim Return aufpassen, dass wir sagen, ups, da können wir ja gar nicht das Frame so stehen lassen, oder wir müssen dem da irgendwie sagen, dass da was ist, und das machen wir nach der Pause. So, okay. Es ist übrigens rot. Gerade im Moment, oder? Hat's noch